So, pass auf, haben wir eins reingelegt schon? Scheiße. Swag Dab. Lass doch, wie fandet ihr das? Geil. Wer furzt heute Wund, frag ich. 3 Euro. Kenneth? Mhm. Kenneth? Connor, ich küsse deine fetten Augen, schlaf gut, Bro. Glaubst du, der Scheiß steht auf Fesselspielchen? Ich glaube, der Scheiß steht auf deine beiden Juicigen. Sag mit wem spielst du da? Ich bin Zabex. Tatsächlich. Und noch Noxtasy und Milo. Meinen Namen noch mal aussprechen. Ich bin Zabex. Ich bin Zabex. Zobby, mach mal bereit. Wir starten. Grüß euch. Henke, ich hab mal eine Frage an dich. Bist du mein kleiner Muffkettenzwerg? Kenneth, sag ich schon. Henke? Ja? Ist deine Pische auch manchmal lila und riecht nach Spinat? Weil wenn nicht, ist es meine auch nicht. Sag mal, haben wir wirklich nur ein Thermometer drin? Oh, das Nein. Ist natürlich nicht so gut. Machen wir es folgendermaßen. Ich gehe mit dem Thermometer voraus. Ja, ich gönne ja minisier mir den EMF-Meter. Sag doch nicht, ich gönne ja minisier mir den. Ich gönne ja Mini-Blümchen minisier mir den. So, hat einen Schlüssel eingepackt und muss es wieder machen. Nee, ihr seid so dämlich, das gibt's gar nicht. Voll zu packen mit dem Schlüssel und dann gönn ja mir ein Blümchen, Bruder, und renne da. Ihr seid so die Suppenköppe, Alter, wirklich. Würdest du sagen, wir sind der Bodensatz der Gesellschaft? Ja. Grundsätzlich. Gib mir ein Zeichen. Knochen gefunden. Liegt in der Küche. Kleiner Scheiß, das ist geflext, wa? Wir haben Knochen gescattet. Digga, hier werden Babys gewickelt, das finde ich noch gruselig. Henke, ich würde sagen, das ist eine Waschküche. Das ist korrekt. Machen wir es folgendermaßen. So, rein hier in die gute Stube. Oh, hier ist Xor sein Gefährt. Ich hole Zorbi in die Suppenkammer. Wenn der Scheiß kommt, krieg ich ihn in den Schrank. Ich mach den Call. Folgt Henke in den Keller wie auf Insta. Jo. So, moin Max. Ich hab meinen Insta-Account wieder, übrigens. So. Checkt Insta aus. Ed Hankberg. Ed Hankberg Insta. Ja, ey, das war voll der Umstand heute. Nee, weil einer versucht immer in meinen Insta-Account einzuloggen. Und ich stelle immer eine neue Nummer schon ein. Ich habe ja eine neue Nummer. Ich stelle eine neue Nummer immer schon ein. Bei meinem Instagram drinne. Und der resettet das immer auf meine alte. Und mein altes Handy, das habe ich in Lübeck liegen lassen. Jetzt musste meinem Bruder fahren, weil der ein Aufladekabel hat fürs iPhone. Und mein Bruder hat mir dann alles durchgegeben. Das ist eine reinste Katastrophe. Also ja, meine Meinung dazu äußern. Ja, das interessiert dich nicht, ist mir auch egal. Nee, doch, es interessiert mich schwerwiegend, um nicht zu sagen gravierend. Ja. Aber ich denke mir, also versetze dich mal jetzt in die Situation von so einem Hacker. Nehmen wir mal an, das ist so ein Mensch, der hat echt viele Jahre so mit irgendwie Programming und so verbracht. Ja, so. Ja. Nehmen wir mal an, der geht jetzt zufälligerweise, warum auch immer, geht auf dein Insta-Profil und sieht diese grässlich entstellte Fratze. Welcher Hacker denkt sich, ey ja, Digga, da logge ich mich jetzt ein. Digga, weiß der Geier. In wie vielen Ecken seines kümmerlichen Lebens muss der halt, Digga, stabile Jordan. Ja, aber ganz ehrlich, dann habe ich halt versucht. Das war ein schweres Versehen. In meinen Augen war es ein schwerwiegendes Versehen, aber nur seinerseits. Sag mal, wo ist denn hier der scheiß Raum? Oh, hier ist kalt. Oh, hier ist kalt. Ist es der Raum da vorne? Die Garage ist es. Das haben wir noch nie gehabt. Es friert in der Garage. In der Garage fröstelt es tatsächlich. Das ist ein bisschen kalt hier. Auf jeden Fall haben wir Gefriertemperatur. Oh nein. Boah, Junge. Wie habe ich das überlebt? Kurze Frage. Alles klar. Wie habe ich das überlebt gerade? Bist du hier? Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Bist du ein Kind? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Wo bist du? Wir haben auf jeden Fall jede Aufgabe. Ehrlich? Ehre. Also wir haben bisher Gefriertemperaturen, sonst nix. Gib mir ein Zeichen. Quarkt der Geist mit dir? Nee, der hat nicht gequarkt. Musst du mal probieren vielleicht. Gib mir ein Zeichen.
Oha. Bist du hier? Zeig dich. Gib mir ein Zeichen. Oh. Ja, reicht mir. Gutes Zeichen, danke. Melone am Start. Ja, ich find's klasse, wenn du rauskommst und dir eine Ladung Tabletten gibst. Sofort. Bist du hier? Quatsch dir mal eine Frikadelle ans Knie. So, ich knuster mir mal eine in die Rüstung rein. Oh, da liegt einer. Schade. Also sie stand vor mir. Ich habe ihr das ins Gesicht geworfen und sie hat nichts damit gemacht. Okay. Digga, das Mistviech, Alter. Melo, hast du eine Kamera? Was hab ich? Fotografier mal den Knochen hier. Hast du ihn schon fotografiert? Wie, du hast keine Kamera. Also. Oh. Das ist ein Vierer. Haben wir nur eine Kamera? Ah, das ist meine. Ey, das ist so der größte Witz hier, ne? Wo hast du den Zombie zerrissen? Digga, haben sonst keine Kamera mehr? Wir sind doch noch. Bei. Du kannst den Knochen aufheben. Ich kann den aufheben, den Knochen. Ah, wir haben. Oh, wir haben noch welche! Oh, ja, voll viele. Ja, kann ich noch mal reden, eine Clipstation machen hier. Komm her! Komm! Scheiß, lauf her! Komm zu mir! So, Melo, sag du Bescheid, dass es vorbei ist. Du hast die Kommunikationsfähigkeit von einem Stein. Bitte? Nix. Bist du hier? Geisterbox? Melo, wir haben Geisterbox. Okay. Und also entweder brauchen wir jetzt Fingerabdrücke. Oh scheiße, was waren das alles? Fingerabdrücke, Geisterbuch oder Geisterorbs. Schreib ins Buch. Gib ein Zeichen. Digga, der macht gar nichts, ey. Handelt der? Nee. Der macht überhaupt nichts. Licht aus. Schreib mal lieber ins Buch. Ins Buch schreiben. Jo. Alles super.
Betätige den Schalter. Drück auf den Schalter drauf. Na, absolut grandige Krokettenmaus. Naja, Dings, Zorbi hat einen Disconnect. Er meinte, es ist das. Ja, wir müssen. Warte mal, was hat denn der gemacht, was Hinweise geben könnte? Warte, lies mal hier Gespenst durch, was der macht. Was denn alles sein? Gespenst, Mare. Schalte die Lichter um ein Mare ein, ist die Chance, angegriffen zu werden, eher gering. Und ein Dämon. Der greift schon häufig an, das könnte auch ein Dämon sein, das ist das Problem. Er nimmt so bald nicht. Am Auto abdrücke? Ja, im Auto habe ich nichts gesehen. Aber meinst du, die Runde könnte verbuggt sein? Melo, ich glaube, wir müssen irgendwie was raten, weil, keine Ahnung, der zeigt dir gar nichts an. Also was könnte es denn sein? Ich werde echt überlegen, was könnte es sein? Also der huntet halt sau oft, aber auch Sanity ist super niedrig, ne? Ist bei uns beiden auf 0. Daher... Busch hatte nicht rein, Fingerabdrücke kriegen wir nicht. Gespenst würde durch Türen durchgehen. Haben wir Salz? Nee. EMF kann es nicht sein. EMF kann es nicht sein von den Möglichkeiten her. Wir haben Gefriertemperatur und Geisterbox und EMF ist da nicht mehr drin. Was geht in der Kombination nicht? Geh mal mit dem Buch rein und platzier das mit F. Ah, geh doch mal mit dem Buchflot rein. Schreibe ins Buch. Digga, ich hab die Fresse dick. Geisterbuch, wir haben's. Melo, Geisterbuch. Melo, bist du da oder bist du kacken? Geisterbuch, wir haben's. Wir sind dann. Geisterbuch, Jungs. Heilige. Alter, war der war richtig tough, Alter. Holy shit. Da war ein Game. Strongest Game, aber.